Moin, mein Name ist Toni von Originalräder und ich möchte dir die Frage beantworten, ob du Originalfelgen eintragen lassen musst. Ganz kurze Antwort: Nein. Allerdings müssen wir die Antwort ein wenig ausschmücken, sofern deine Felgen- und Reifenkombination ab Werk eingetragen ist. Natürlich auch immer mit dem Abgleich der Originalteilenummer in der Felge. Das muss natürlich mit deinem Modell übereinstimmen. Wo findest du diese Informationen, ob das Ganze eingetragen ist? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist natürlich dein Fahrzeugschein. Und dort findest du, wir blenden das gleich mal ein, an Position XY, ich habe sie jetzt zufällig nicht im Kopf, findest du die Informationen, mit was dein Fahrzeug in der Regel ausgeliefert worden ist. Allerdings dort auch nur die Reifengrößen an Achse 1 und 2, bedeutet auch keine Informationen zu Einpresstiefe oder Felgenbreite. Der zweite Punkt, und das ist der viel wichtigere, das sind die sogenannten COC-Papiere oder EG-Übereinstimmungsbescheinigungen. Dort ist unter dem Punkt Anmerkung eingetragen, welche Felgen- und Reifenkombinationen du fahren darfst für dein Fahrzeug. Ne? Das kann von 16 bis 20 Zoll alles sein. Das kann allerdings auch nur eine Felgengröße sein. Das ist immer davon abhängig von deinem Modell. Was ist, wenn du die Bescheinigung nicht mehr hast? Dann gehst du zunächst erstmal bitte auf den Händler zu, wo du das Fahrzeug gekauft hast, weil das sollte in der Regel alles mit ausgeliefert werden. Oder du fragst direkt beim Hersteller nach, ob sie dir so eine Bescheinigung ausstellen lassen. Du kannst natürlich auch zu deinem Autohaus um die Ecke gehen und nachfragen. Mit deiner Fahrgestellnummer bekommst du sehr, sehr viele Informationen raus und die können dir in der Regel auch mittlerweile alles darüber sagen, was du fahren darfst und was nicht. Es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten, um das Ganze auch ohne diese Papiere zu prüfen, allerdings nicht mit einer hundertprozentigen Gewährleistung, aber die Anhaltspunkte dazu sind eigentlich immer relativ genau. Wir verlinken dir mal einige Seiten unten in der Videobeschreibung, dann kannst du auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, und was musst du machen, wenn das Ganze eingetragen werden muss? Das erklären wir dir in einem aufbauenden Video dazu. Das verlinken wir hier oben in der Infobox. Und ja, wir würden uns freuen, wenn du es anguckst. Und wenn nicht, vielen Dank fürs Einschalten für dieses Video. Das war's. Tschüss, ich bin raus.